In diesem Video rechne ich eine Textaufgabe zu quadratischen Funktionen vor. Diese Textaufgaben zu quadratischen Funktionen sind eigentlich immer gleich. Entweder wird irgendwas geworfen oder es geht um den Verlauf einer Brücke oder einen Wasserspeier, der parabelförmig das Wasser speit oder sowas. Also das Setting ist immer sehr ähnlich und die Fragen dazu sind auch eigentlich immer gleich. Entweder hat man die Funktionsgleichung gegeben und man muss bestimmte Punkte finden, irgendwie die Höhe oder Nullstellen oder sowas, oder man hat die Funktionsgleichung nicht und man muss sie aus bestimmten Punkten ermitteln. In diesem Fall ist das so eine Aufgabe. Es geht um Kugelstoßen und man hat eine Parabel gegeben, die den Verlauf dieser Kugel angibt. Und im Text sind einige Punkte gegeben. Und mit denen muss man jetzt diese Funktionsgleichung aufstellen. Und dann gibt es noch einige Fragen, welche Weite hat der Kugelstoß erzielt und wie weit vom Abwurfpunkt entfernt hat die Kugel eine Höhe von 3 Metern. Versuch mal selber diese Aufgabe zu lösen, drück auf Pause und rechne soweit du kommst. Du kannst dann mit meiner Lösung vergleichen. Also wir gucken mal auf die Informationen. Die Kugel verlässt die Hand 1,80 Meter über dem Erdboden. 1,80 Meter. Das ist diese Stelle hier, der Y-Achsenabschnitt. Schreibt das mal dran, das hier ist 1,80 Meter. Weiter heißt es, nach 3 Metern, horizontal vom Abwurfpunkt gemessen, erreicht die Kugel die maximale Höhe von 5,1 Meter. Also hier ist der Abwurfpunkt, 3 Meter gemessen, das unten sind hier die Meter, also nach 3 Metern wäre der höchste Punkt oder auch der Scheitelpunkt erreicht. Schreibt das mal dran, hier 3 und die Höhe ist 5,1 Meter. Also 5,1 Meter. Wir müssen jetzt erstmal die Funktionsgleichung aufstellen. Das können wir mit diesen zwei Informationen, die wir jetzt haben. Wir haben den Scheitelpunkt. Schreibt das mal so auf. Scheitelpunkt ist 3 und 5,1 und wir haben einen Punkt, nämlich 0 und 1,8. 0 und 1,8. Die allgemeine Scheitelpunktsform sieht folgendermaßen aus. F von x gleich a, a ist der Streckfaktor, a mal in Klammern x minus d zum Quadrat plus e. Dieses d hier ist der x-Wert vom Scheitelpunkt mit umgekehrten Vorzeichen. Und dieses e ist der y-Wert vom Scheitelpunkt. Das kann man jetzt mal einsetzen. Also f von x gleich a mal x. Und jetzt steht beim Scheitelpunkt 3. Wir nehmen das umgekehrte Vorzeichen, also minus 3 zum Quadrat. Und der y-Wert ist 5,1, also plus 5,1. So, jetzt müssen wir diesen anderen Punkt, den wir haben, einsetzen. Wir haben den Punkt 0 und 1,8. 1,8 ist sozusagen y oder auch f von x. Und 0 müsste man für x einsetzen. Dann kriegt man das a raus. Also 1,8 ist gleich a mal 0 minus 3. Schreibt das einfach mal so auf. 0 minus 3 zum Quadrat plus 5,1. 0 minus 3 ist natürlich minus 3. Zum Quadrat wird positiv, also 9. 1,8 ist gleich 9a plus 5,1. Ich markiere das einmal farblich, dass man weiß, wo das herkommt. 1,8 und die 0 ist das hier. Jetzt sagen wir auf beiden Seiten minus 5,1. 1,8 minus 5,1 ist minus 3,3. Minus 3,3 ist gleich 9a. Beide Seiten geteilt durch 9. Und wenn man das in Taschenrechner eingibt, kommt daraus a gleich minus 11 Dreißigstel. Damit ist die Funktionsgleichung. Also a ist minus 11 Dreißigstel, f von x gleich minus 11 Dreißigstel, x minus 3 zum Quadrat plus 5,1. Das ist unsere Funktionsgleichung. Markiere die mal in Rot. Damit haben wir das Wichtigste schon mal geschafft. Rechnung mache ich weg. Jetzt ist die Frage, welche Weite hat der Kugelstoß erzielt? Also von hier bis da, wo sie wieder auf den Boden aufkommt.
Die Nullstelle ist also gesucht, die rechte Nullstelle, und wir setzen diesen Funktionsterm also 0. Hier steht's, und wir sagen jetzt auf beiden Seiten minus 5,1, dann steht da minus 11 Dreißigstel mal x minus 3 zum Quadrat ist gleich minus 5,1. Jetzt muss diese minus 11 Dreißigstel hier weg. Wir sagen beide Seiten geteilt durch minus 11 Dreißigstel. Soll gleich heißen. Geteilt durch minus 11 Dreißigstel. Brauchen wir einen Taschenrechner. Der Taschenrechner sagt 153 Elftel. Also x minus 3 zum Quadrat ist gleich 153 Elftel. Jetzt ziehen wir die Wurzel. Und bei der Wurzel kommen ja immer zwei Ergebnisse raus. Wir brauchen aber nur eins davon. Wir brauchen nicht das Negative, sondern wir brauchen nur das Positive hier rechts. Dieses hier hinten, das interessiert uns nicht. Das ist, passt nicht mehr zu dieser Aufgabe. Also, Wurzel aus x minus 3 zum Quadrat ist einfach x minus 3, ist gleich Wurzel aus 153 Elftel. Das Negative lassen wir weg. Auf beiden Seiten plus 3, dann ist die Nullstelle x gleich Wurzel 153 Elftel plus 3. Was sagt der Taschenrechner? Der Taschenrechner sagt gerundet 6,73. Also x ist ungefähr 6,73. Also kommt der Kugelstoßer 6,73 Meter weit. Ich habe es nochmal als Antwortsatz geschrieben. Also 6,37 Meter weit fliegt die Kugel. Letzte Aufgabe. Wie weit vom Abwurfpunkt entfernt hat die Kugel eine Höhe von 3 Metern? Wir suchen jetzt einen x-Wert. Also der y-Wert ist gegeben. Das wird an zwei Stellen der Fall sein. Also wenn man mal guckt, ungefähr hier und ungefähr hier. Also wir suchen einen x-Wert. Zwei x-Werte suchen wir. Dazu schreiben wir 3 ist gleich. Also für f von x schreiben wir 3. Minus 11 Dreißigstel mal x minus 3 zum Quadrat plus 5,1. Auf beiden Seiten minus 5,1. Und dann steht da minus 2,1 gleich minus 11 Dreißigstel x minus 3 zum Quadrat. So, beide Seiten geteilt durch minus 11 Dreißigstel. Der Taschenrechner sagt 63 Elftel. Ist gleich x minus 3 zum Quadrat. Wir ziehen die Wurzel und jetzt interessieren uns beide Ergebnisse. Also Wurzel 63 Elftel ist gleich x minus 3 und minus Wurzel 63 Elftel ist gleich x minus 3. Für beide Ergebnisse sagen wir plus 3. Da kommt einmal rausgerundet x gleich 5,4. Also das wäre diese Stelle hier, 5,4 ungefähr hier. Also x ungefähr 5,4. Und minus 63 Elftel plus 3, das ergibt gerundet 0,6. Also nach 60 cm erreicht diese Kugel 3 Meter Höhe. x1, x2 ungefähr 0,6. Kommt das hin? Ja, ungefähr. Damit ist die Aufgabe fertig.